Und guten Tag zusammen. Ich freue mich heute, Ihnen ein Thema aus meinem letzten Arbeit in meiner Zeit in Ungarn als Postdoc vorzustellen. Ich arbeite im Bereich der mathematischen Modellierung von biologischen medizinischen Prozessen. Und heute werden wir über den Ebola-Fall von 2014 sprechen. Bevor wir über Ebola sprechen, möchte ich Ihnen kurz vorstellen, was man unter mathematischer Modellierung von Krankheitsausbreitungen vorstellt. Wenn man Epidemiologie sagt oder Krankheitsausbreitung, man kann sich vieles vorstellen. Man kann über Erkältungen und Grippe, Infekte, die jedes Jahr auftauchen, man kann an SARS oder Schweinegrippe oder Zika-Virus war dieses Jahr ganz bekannt. Man kann aber an Kinderkrankheiten denken, Masern, Mumps, Impfungen, HIV und so weiter. Alle diese Krankheiten können mit Hilfe der mathematischen Modellierung beschrieben werden und besser verstanden werden. Und jetzt werden wir sehen, wie das geht. Wenn eine Krankheit sich in der Population ausbreitet, geht das normalerweise auf unterschiedliche Wege, kann aber mehr oder weniger in einem allgemeinen abstrakten Setting beschrieben werden. Jetzt, wir machen das Ganze sehr, sehr einfach. Wir beschreiben die Population in drei Klassen von Individuen, bedeutet, wir beschreiben als anfällige Individuen diejenigen, die die Krankheit nicht gehabt haben und die sie bekommen können. Infektiöse mit Symptomen übertragen die Krankheit. Es gibt auch Infektiöse ohne Symptome geben. Jetzt stellen wir uns vor, ich bin hier infiziert mit, sagen wir mal, Polio zum Beispiel. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele von Ihnen gegen Polio geimpft sind. Und dann fragen wir uns, wie viele morgen oder übermorgen oder in einer Woche Polio haben. Es werden manche geben, die Symptome haben, Symptome zeigen und das Virus übertragen. Und es wird manche geben, die Symptome nicht zeigen und den Virus trotzdem übertragen. Und die Krankheit breitet sich weiter aus. Bevor wir es auf mathematische Art und Weise beschreiben, es gibt eine Zahl, die normalerweise sehr interessant ist für Krankheitsausbreitung. Diese Zahl heißt Null oder Basic Reproduction Number auf Englisch. Und das sagt uns einfach, wie ansteckend eine Krankheit ist. Und das sagt uns, wie viele neue Fälle aus einem ersten Infektiöse entstehen. Im Fall, dass diese ersten Infektiöse in eine vollkommen anfällige Population reinkommt. Und wir sehen hier zum Beispiel, Ebola ist der heutige Thema, macht aus einem einzigen Individuum noch, also einem einzigen Infektiösen, noch zwei Fälle. Ist also nicht so schlimm. HIV ist schon infektiös ansteckender, vier Fälle aus einem einzigen. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass Masern oder Mumps doch sehr infektiös sind. Also Masern kann 18, aus einem einzigen Mensch kann 18 neue Fälle produzieren. Diese Zahl kann berechnet werden und wenn Sie später mal googeln oder in Wikipedia schauen, finden Sie schon eine ganz lange Liste mit bekannten Krankheiten und können sich damit ein bisschen unterhalten. Jetzt wollen wir es aber auf mathematische Art und Weise beschreiben. Und zwar, ich habe vorher gesagt, wir beschreiben die Population in drei Compartments oder drei Schubladen. Wir teilen Individuen in drei Grüppchen. Und die sind die anfälligen Individuen, die infektiöse und die, die wieder gesund geworden sind oder aus irgendeinem Grund nicht infiziert werden können. Wie sich die Dynamik diese drei Populationen beschreiben lässt, geht mit gewöhnlichen Differentialgleichungen. Sie erinnern sich vielleicht an Ableitungen von der Schule und Ableitungen beschreiben die Änderung von einer physikalischen
Menge physikalische Quantität. Also die Population der Anfälligen nimmt ab, sobald die Anfälligen in Kontakt mit Infektiösen kommen. Bedeutet, je mehr Infektiöse in der Population, desto mehr neue Fälle. Diese Anfällige werden selber infektiös und tauchen in der infizierten Population auf. Nachdem der Pathogen vom Körper weggewischt wird, ist der Infektiöse selber wieder gesund und bewegt sich in der R-Population, also der Population der wieder gesund gewordenen Individuen. Aus diesem einfachen mathematischen Modell kann man die Zahl R0, von dem ich vorher gerade eben gesprochen habe, also diese Basic Reproduction Number, kann man einfach berechnen anhand der Parameter im Modell. Also diese Beta ist die Infektionsrate und diese Gamma sagt uns, wie lange im Schnitt die Krankheit dauert. Der Ablauf eines typischen Epidemieausbruchs ist etwas sowas. In der Population haben wir am Anfang sehr viele Anfällige. Wenn jetzt ein neues Pathogen oder ein neues Virus auftaucht, haben wir eigentlich fast 100% Anfällige und ganz wenige Infektiöse. Die Population der Infektiöse nimmt aber zu, weil der Virus kann übertragen werden und irgendwann wird ein maximaler Wert erreicht. Dieser Wert nimmt aber auch wieder ab, weil es dann doch nicht mehr so viele Anfällige in der Population gibt. Wenn alle den Virus irgendwann gehabt haben, es wird nicht nochmal übertragen. Daher ist der typische Ausbruch so ein Verlauf. Das heißt, die Population nimmt ab und es wird immer weniger im Laufe der Zeit, immer weniger Anfällige, immer weniger Infektiöse und immer mehr Immune, also wieder gesund gewordene Individuen. Jetzt kommen wir zum echten heutigen Thema, und zwar zu Ebola. Sie haben letztes und vorletztes Jahr bestimmt sehr viel darüber gehört. Ich brauche wahrscheinlich den Virus nicht großartig vorzustellen. Ebola wird primär von Fliegermäuse übertragen und primär an andere Tierarten weitergegeben. Aber der Mensch ist auch ein sogenannter Host, ein Wirt vom Ebola, und es ist ein sogenanntes Todes-Dead-End. Das heißt, es geht nicht weiter, es kann nur von Mensch zu Mensch übertragen, aber nicht von Mensch zum Tier wieder übertragen werden. Ebola ist auch nicht so neu, wie man denkt. Es wurde Mitte der 70er Jahre entdeckt, zum ersten Mal. Aber bis 2014, es hat sich immer um ein paar hundert Fälle gehandelt. Ein paar hundert Fälle in Afrika. Es hat sich keine großartig dafür interessiert. Und 2014 ist dann doch ein sehr großes Ausbruch gewesen. Diese Zahl, 1500, ist ziemlich am Anfang der Epidemie. Später sehen wir ein bisschen neuere Zahlen. Die Krankheit hat Symptome gehabt, die erstmal sich nicht großartig von einer Erkältung unterscheiden. Allerdings wird dann relativ schnell der Darm und der Magen betroffen und dann kommt man zu Blutungen und kommt man auch in 90% der Fälle oder über 90% der Fälle zum Tode. Das Weltgesundheitsorganisation hat sehr viele Daten gesammelt vom Anfang der Epidemie, also März, eigentlich eher Januar 2014, wurden Daten gesammelt und es wurden solche Grafiken auch veröffentlicht. Vielleicht haben Sie es in der Presse schon gesehen. Das sind die gesamte Zahl der Daten in der meist betroffenen Länder, also Guinea, Sierra Leone und Liberia. Und da sehen Sie, Ende 2014 oder beziehungsweise Januar 2014 war die Zahl der gesamten Fälle schon bei 22.000. Heutzutage sind wir bei über 30.000 Fällen. Was Sie auch vermutlich gesehen haben in der Presse, ist die Anzahl der neuen Fälle pro Woche. Und Sie sehen, im Juli, August beziehungsweise September 2014 wurden sehr große Zahlen erreicht, also auch 1000 Fälle pro Woche. Und da ist, wo die Weltgesundheitsorganisation sich eingeschaltet hat und dann doch was getan hat dagegen.
Wie das modelliert werden könnte, ich habe vorher in einer Gruppe gearbeitet, die sich mit mathematischer Modellierung von Krankheitsausbreitungen beschäftigt hat. Und wir haben uns natürlich auch mit Ebola beschäftigt. Und eigentlich ist Ebola nicht viel anders als eine Standardkrankheit, wie ich vorher vorgestellt habe. Also wir können weiterhin diese Schubladen benutzen, diese Compartments, und anfällige, infektiöse und gesunde Individuen in der Population beschreiben. Allerdings, Ebola würde sehr stark auch in Krankenhäuser übertragen, deswegen brauchen wir halt Krankenhäuserpatienten. Und es würde auch von Toten übertragen. Deswegen brauchen wir auch die Population der gestorbenen Menschen, die halt dem Virus noch weitergeben könnten. Das Modell ist ein bisschen kompliziert. Wir brauchen jetzt nicht genau die Gleichungen anschauen. Aber aus dem Modell lässt sich die Reproduktionszahl von Ebola berechnen. Und das war 1,44. Bedeutet, es ist eigentlich nicht so ansteckend, wie man sich vorgestellt hat. Aber die Zahl ist über 1. Und sobald diese Zahl über 1 ist, größer als 1 ist, dann gibt es einen Krankheitsausbruch. Was haben wir dann mit dem Modell gemacht? Wir haben versucht, den Krankheitsablauf, also die Daten zu reproduzieren, die Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht hat. Und wir haben gesehen, okay, unser Modell kann eigentlich die Dynamik bis Ende Oktober ziemlich gut reproduzieren. Da waren wir ganz glücklich, haben gesagt, hey gut, wir haben gute Parameterwerte bestimmt. Allerdings haben wir dann ein bisschen weiter berechnet und dann lagen wir ziemlich daneben. Also unser Modell hat vorhergesagt, dass es eigentlich ganz, ganz viele Fälle sehr schnell geben wird. Und Gott sei Dank war in den Daten das nicht der Fall. Also die Daten haben dann ein etwa langsameres Wachstum in den gesamten Fällen von Ebola gezeigt. Gut, und dann müssten wir verstehen, woran es lag. So haben wir gedacht, was würde eigentlich gemacht? Richtung August, September, Oktober 2014 hat die Weltgesundheitsorganisation doch reagiert und die haben halt richtig Kontrollmaßnahmen hinzugefügt und die haben die Mediziner besser ausgestattet, die haben Krankenhäuser aufgebaut oder Camps aufgebaut. Die haben die Leute ausgebildet. Die haben das sogenannte Safe Burial hinzugefügt, also quasi sichere Beerdigungen, die halt den Kontakt mit dem Toten vermeiden lassen. Das haben wir im Modell eingebaut und wir könnten auch untersuchen, welche dieser Maßnahmen die wichtigste war, welche eine wichtigere Rolle gespielt hat. Und laut unserer Abschätzungen war traditionelle Beerdigung die gefährlichste Quelle neuer Übertragungen und diese sichere Beerdigungen haben tatsächlich die Übertragung gebremst. Wenn wir diese Maßnahme hinzugefügt haben, könnten wir die Epidemieausbruch bis Ende 2015 und eigentlich auch noch weiter erklären. Und wir sehen hier praktisch, die rote Kurve war vorher wie ohne Sicherheitsmaßnahmen und dann mit der Kontrollmaßnahme der Weltgesundheitsorganisation könnten wir dann diese Sättigung dann später auch erklären. Mathematische Modellierung in solche Fälle hilft allerdings nicht nur Krankheitsvergangenheit zu verstehen, sondern sollte auch helfen, die Zukunft zu verstehen und Vorhersagen zu treffen. Und dann haben wir uns gefragt, okay, was passiert eigentlich, wenn jetzt die Weltgesundheitsorganisation denkt, okay, es ist alles vorbei, Ebola-Ausbruch ist vorbei, die Menschen sind wieder gesund, wir kehren zurück zu alten Sitte, alte Gewohnheiten. Und das Modell sagt, aufpassen, weil solange Ebola-Fälle in der Gesellschaft gibt, solange die Population nicht aufpasst und zu alter Sitte zurückgeht, also zu besonderer Pflege von kranken und von toten Menschen geht, dann kann einen neuen Ausbruch irgendwann wieder geben. Und
tatsächlich hat es auch gegeben. Also die Weltgesundheitsorganisation hat relativ schnell wieder reagiert, immer wieder. Aber es gab immer wieder Wochen, wo es halt von plötzlich 0 Fälle pro Woche auf doch 10, 20, 50 Fälle pro Woche wieder ging. Gut, und mit diesem Slide bedanke ich mich. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.